habe ich ein Lockentutorial für euch zu diesen Locken. Die sind sehr weich und voluminös und ich habe die mit dem Glätteisen gemacht. Und das möchte ich euch heute zeigen, wie das funktioniert. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt doch einfach dabei. Viel Spaß beim Video. Tschüss! Da ich mir heute Locken mache mit einem Glätteisen, brauche ich natürlich einen Hitzeschutz. Und dazu nehme ich dieses Hitzeschutzspray von GHD, Thermal Protector, und sprühe mir das einfach leicht in die ganzen Haare. So, und das kämme ich dann einmal durch. Dann klebe ich mir die obere Haarpartie nach oben, damit ich besser arbeiten kann. Das braucht nicht genau sein, einfach nehmen, eine Spange, zack, fertig. Und dann haben wir hier unten ein paar Haare. Die kämme ich noch einmal durch. Dann nehme ich mein Glätteisen. Ich habe ein Glätteisen von Braun. Satin Liner mit Satin Irons, keine Ahnung. Soll angeblich die Haare so besonders glänzend machen. Wichtig ist, dass ihr das Glätteisen recht hoch einstellt, damit das hier auch heiß wird. Ich habe das jetzt auf 185 Grad. Dann nehme ich mir meine erste Strähne. Haltet die so. Nimm das Glätteisen so in die Hand und dreh einmal um, bis die Strähne wieder unten ist. Dann ziehe ich langsam das Glätteisen runter. Und zack, da haben wir die Locke. Die drehe ich dann meistens nochmal so ein bisschen. So, die schmeiße ich nach hinten und nehme die andere Strähne, die ich hier vorne habe. Und mache dasselbe. Ich gehe dann mit dem Glätteisen so. Drehe das genau einmal um 180 Grad, bis die Strähne wieder unten ist. Halte die dann auch hier fest und ziehe dann das Glätteisen so runter, langsam. So. Genau dasselbe mache ich auf der anderen Seite. Teile ich in zwei Hälften. Nehmt auf jeden Fall nicht zu dicke Strähnen, weil dann wird das schwierig, dann klappt das nicht so gut. Hier gehe ich wieder so, drehe das Glätteisen einmal so um, bis die Strähne wieder unten liegt und ziehe es langsam runter. So, jetzt haben wir die ersten paar Locken fertig. Die tue ich nach hinten und nehme jetzt eine nächste Lage von Haaren runter. Diesmal so auf Höhe der Augen. Und klippe mir den Rest wieder am Oberkopf zusammen. Teile das wieder in der Mitte, tue die Haare nach vorne und dann schaue ich hier, wo ich noch nicht gelockt habe. Und dann nehme ich eine Strähne von hinten dieses Mal. Das ist einfach leichter, dann kommen die mir nicht in die Quere. Drehe das Glätteisen um 180 Grad und ziehe das so runter. So, jetzt kommt meine letzte Haarschicht sozusagen. Und das sind meine kürzesten Stufen. Da mache ich das Ganze etwas anders. Da fange ich jetzt hier von oben an. Lass erstmal meinen Pony weg, weil den mache ich zum Schluss. Und nehme mir hier von den Seitenhaare. Ich möchte die Locken nicht, dass die so weit oben anfangen. Deswegen fange ich erst hier an. Und drehe nach außen, aber sonst genau das Gleiche.
weil man die ja leider so schwer sehen kann, mache ich das einfach so. Ich nehme hier die Haare vom Oberkopf, bürste die einmal so durch, halte die hoch. Dann lege ich hier das Glätteisen an und mache genau dasselbe wie vorhin. Drehe das einmal rum, dass die Strähne nach unten geht und ziehe dann. So kann ich mir am Hinterkopf die Haare locken, ohne dass ich das sehe. Dann nehme ich hier die Strähnen, die ich vorhin ausgelassen hatte, hier meinen rausgewachsenen Pony, gehe ungefähr mit dem Glätteisen so auf Höhe der Augenbraue, drehe das dann einmal so rum, nicht ganz, und ziehe das so nach hinten weg. Dadurch gehen die Haare so, dass man die nicht im Gesicht hat. Und ja, das sieht sehr schön aus, finde ich. Jetzt können wir das Glätteisen ausmachen, denn mit dem Locken sind wir fertig. Dann bürste ich mir die einmal alle durch. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr möchtet. Ihr könnt auch einfach nicht durchbürsten. Dann sind die Locken auf jeden Fall definierter und nicht so locker, weich, voluminös. Damit das natürlich nicht reicht, tupiere ich mir noch die Haare. Dafür nehme ich einfach hier hinterm Pony die erste Strähne und kämme das einfach mit der Bürste nach hinten. So, dann nehme ich hier neben eine Strähne und tupiere die auch. Nicht zu stark oder so. Und hier auf der Seite auch noch etwas. So, dann nehme ich weiter von hinten die Haare. Direkt hinter dem, wo wir gerade noch tupiert haben. Kämme die einmal nach oben und tupiere das dann. Ich sehe gerade sehr lustig aus. Und dann noch einmal von weiter hinten. So, jetzt schmeißt das alles zurück. Soll dann ungefähr so aussehen. Und dann kämmt ihr das einfach nach hinten, so wie es euch gefällt. Wenn ihr das natürlich noch höher haben möchtet, so Amy Winehouse-Style, könnt ihr das natürlich gerne machen. Aber ich mag das, wenn das nur so ein bisschen antupiert ist, damit die Haare nicht so platt am Kopf liegen oben. Das gleiche mache ich auch nochmal mit meinem Pony. Den tupiere ich auch einfach ein bisschen an. Dann könnt ihr, wie ihr möchtet, Haarspray drauf sprühen. Ich habe jetzt hier ein Haarspray von Tuft, Classic Haarspray, ganz normal. Kein großer Halt oder so. Ist einfach nur, damit das Tupierte etwas länger hält. Und die Locken natürlich auch. Da spray ich einfach ein bisschen was drüber. Auch hier in die Locken rein. Das wäre mein Lockentutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen hoch. Und über ein Abonnement würde ich mich natürlich auch super freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!